ich bin jetzt so fame schon, dass ich Nägel habe. Moin Leute, ich bin's wieder, euer Testyboy. Endlich wieder ein Wish-Video. Hat auch lang genug gedauert. Sorry nochmal dafür, letzte Woche, dass keins kam. Ich hoffe, es war nicht so schlimm. Leuchtkasten hängt mittlerweile. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, ich verlinke es euch unten in der Infobox. Moin auch an meinen Hater. Ich bin jetzt so fame schon, dass ich Nägel habe. oder zwei eigentlich. Jedes Mal, wenn ich ein Video hochlade, ungefähr eine Minute nach 6 oder nach 12 oder nach 2, je nachdem wann ich es hochlade, habe ich die ersten Dislikes auf meinem Video. Und zwar immer genau 2. Einer ist immer richtig pünktlich und der zweite hängt immer ein bisschen hinterher. Vielen Dank dafür. Hauptsache Bewertung und Watchtime. Danke. So. Heute was richtig Geiles. Ich bin mega gespannt. Und zwar, wie ihr es auch schon im Titel gesehen habt. Alter, eine Hotdog-Maschine. Mega geil. Ich bin ultra gespannt, wie das Ganze sich verhält. Klassisch in der Wish-Verpackung. Was soll man sagen? Und dabei ist noch so ein Adapter. Das heißt, da wird wahrscheinlich so ein UK-Stecker oder sowas sein. Und ich würde sagen, wir packen direkt aus. So sieht das Ganze aus. Also man soll hier wirklich Brötchen und Würstchen gleichzeitig machen. Und wenn ich das richtig sehe, 2 Hotdogs auf einmal. Jo, passt alles. Hier haben wir den Toaster. Dazu noch eine Zange. Und die Gebrauchsanweisung. Mehr ist auch nicht drin im Karton. So sieht das Ganze aus. Ich muss sagen, optisch Highlight. Also ohne Witz. Optisch mega geil. Richtig retro. Sieht ja ultra sick aus, das Ding. Wir haben hier ein, ja, wie ich schon gedacht habe, ein UK-Stecker, aber das ist ja halt so wild. Wir haben ja einen passenden Adapter dabei. Gucken wir mal, was wir hier alles haben. Also, auf der Oberseite haben wir hier die Brötcheneinlagen. Und hier das Wurstfach, was wir herausnehmen können. Ich frage mich gerade, wie kurz soll denn der Hotdog werden? Also das sind ja wirklich Mini-Würstchen. Könnt ihr das sehen hier? Naja, so, also Oberseite, wie gesagt. Wir haben die beiden Teile hier. An der Seite haben wir wie bei einem normalen Toaster einen Runterzieher, einen Stock und ein Temperatur- bzw. ein Menü, hier Heizdingsbums. Haben wir auch das Krümelfach. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon Schrott gemacht habe. Oder ob das... Ne, eigentlich ist das richtig gewesen. Das ist schon im Arsch. Also eigentlich hat man ja hier so ein Krümelfach beim Toaster, zumindest kenne ich das. Aber das habe ich jetzt gerade kaputt gemacht. Also verarbeitungstechnisch hier nicht 100%. Aber... Jetzt geht's. War nicht richtig eingerastet. Alles klar. Ich würde sagen, ich lese mir einmal fix die Anleitung durch und dann geht's los. Erstmal checken, welche Sprache wir hier haben. Also wir haben Englisch und Chinesisch und fertig. Also, dann checken wir mal. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie lang muss ich denn den Hotdog da reinballern. Stop Heating, 1 ist low, 5 ist high. Ich würde sagen, wir machen es wie beim Toaster, goldene Mitte Nummer 3. Hier ist noch die Zange, um wahrscheinlich die Würstchen nachher hier rauszuholen oder was. Gut, also ich habe hier ganz normale Hotdogbrötchen, nichts Spektakuläres. Jetzt ist die Frage, ich brauche mal das Bild. Also hier sieht das so aus, dass man den... Aber das ist doch scheiße. Am besten muss es ja so. Also auf dem Bild sieht das so aus, als ob die quasi so aufgeklappt da drin sind, aber das passt ja gar nicht. Also hier passt ja gerade mal ein halbes Ding rein oder so. So vielleicht. So. Nee, das passt irgendwie nicht. Ich mache das einfach so. Ich mache jetzt erstmal einen Hotdog. Dann habe ich hier Bockwurst, weil ich nichts anderes gefunden habe. Wird wohl gehen oder was. Ja, dann packen wir hier mal so eine Wurst rein. Okay, also ich breche die einmal in der Mitte durch. Zack. So, und dann würde ich sagen, wir stellen auf Stufe 3. Und let's go, der Hase. So, also man sieht jetzt schon Rauchentwicklung. Ordentlich Rauchentwicklung.
Aber stand ja drauf, dass das normal ist. Kommt auch nur aus dem Würstchenfach. Ich vermute mal, weil die Wurst nass war. Aber das riecht sehr nach Plastik, Alter. Uff. Das riecht sehr nach Plastik. Soll das so sein? Ich hoffe, ich vergifte mich jetzt nicht mit diesen Hot Dogs. Aber lass laufen, würde ich sagen. Wir warten einmal, bis der Toaster fertig ist und dann sehen wir uns gleich. So, also Hotdog ist hochgekommen. Ich gucke jetzt mal. Wurst scheint noch kalt zu sein und Brötchen noch nicht so ganz knackig. Ich mache nochmal runter. Das ist mir noch zu wenig. Mittlerweile brutzelt das hier ganz gut und ich würde sagen, wir stoppen das Ganze mal, weil das pufft hier schon irgendwie. Oha. Jo, also, ich habe mir extra so ein Brett geholt. Also, wir haben zum einen die Brötchen, die mittlerweile, ja, die sind gut getoastet. Mittlerweile, ja, ganz nice. Und dann ist, glaube ich, die Zange hier für die Wurst. Zack, eins. Und jetzt die Frage, man kann ja extra dieses Körbchen hier rausnehmen. Diese ist hier ein bisschen zu lütt. Okay, also die Wurst ist auf jeden Fall heiß. Es raucht ja gut nach Plastik, aber wir machen trotzdem Geschmacksprobe. Ich habe jetzt nicht mal Ketchup hier. Richtig gut vorbereitet für ein Hotdog-Video. Durch geht auch. Die Wurst ist richtig gut warm. Das Brötchen ist unten richtig schön getoastet, also auf der Innenseite. Auf der Außenseite, wo es hier an der Außenkante war, ist es noch sehr roh, aber geht durch. Aber die Wurst, Alter, die Wurst ist richtig schön heiß. Das ist ganz geil. Wir machen gleich noch einen Versuch und zwar einmal, dass wir ein ganzes Brötchen hier reinkriegen und nicht so geteilt, weil eigentlich wäre das jetzt, hätte ich jetzt einen normalen Hotdog gemacht, wäre das scheiße, weil dann würde mir diese Suppe überall rauslaufen. Also auf dem Bild hier sieht das so aus, also auf dem Karton hier, sieht das so aus, als ob man hier das Brötchen quasi halb aufmachen soll. Und dann, dass das innen getoastet wird sozusagen. Wir fackeln nicht lange. Nächste Wurst rein. Zack, so. Das ist mit der Wurst ganz geil, ey. Dann versuchen wir mal. Das ist ja quasi so hier. Hotdog-Brötchen sind doch genormt, hätte ich fast gesagt. Ja, let's go. Ja, guck mal, das ist nämlich das Problem. Das Brötchen ist einfach zu fett. Das schockt doch nicht. Wie soll ich das machen? Das passt hier einfach nicht rein. Machen wir es einfach so rein. In der Zeit esse ich auf und wir sehen uns gleich. Also so könnt ihr das Brötchen da nicht reinmachen. Ergebnis seht ihr hier. Die Heizzeit ist anscheinend in. Also es ist wirklich richtig gut schwarz. Dafür außen roh. Also es muss tatsächlich wirklich so rein wie... fuck, ey. Es muss so rein wie auf der Verpackung. Das machen wir jetzt nochmal. So, also last try. Nochmal... versuchen das, was, wie soll das denn gehen? Passt so nicht rein. Also geht's nur so. So wie ich das eben hatte. Ist doch scheiße. Ja, viel geiler. Oh. Ich versuche das mal so. So. Also. Ja, okay. Ich erkenne schon die Problematik an diesem Gerät. War das Wurstding, Alter, das ist richtig geil. Aber das erkläre ich euch gleich. So. Toaster ist aus. Wir kommen zu den abschließenden Worten und zu dem Ergebnis. Also, ich muss sagen, ich habe mich mega auf das Teil gefreut, weil ich dachte, geil, Backofen nicht anmachen. Ist ja auch immer ordentlich Energieverschwendung, für wenn man jetzt alleinstehend ist oder zu zweit maximal. Aber für Alleinstehende ist es halt eigentlich eine ultra geile Sache oder wäre es eine ultra geile Sache, weil man könnte sich einen Hotdog machen ohne... für ein Brötchen oder für ein oder zwei Hotdogs den Backofen anzumachen, den Herd anzumachen, Wurst warm zu machen etc. Sondern man hätte hier einfach alles reingestopft, hätte Ketchup, Mayo raufgeballert, fertig. In der Theorie ganz geil, in der Praxis hat mich das Gerät jetzt nicht überzeugt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die falschen Brötchen hatte, aber eigentlich sind Hotdog-Brötchen doch immer gleich groß, oder? Man müsste es vielleicht mit kleineren ausprobieren, wenn man sowas findet, kein Plan. Ich sehe hier mehrere Probleme in dem Gerät. Also zum einen... passte das Brötchen ja nicht offen geklappt, so wie auf der Verpackung, in dieses Toastfach. Dann wird das Toastfach nur von einer Seite beheizt. Das ist auch scheiße, weil ich habe jetzt hier immer innen, ist immer schön knackig und außen ist weich. Muss ich jetzt das nochmal so rumtoasten oder was? Das ist ja auch blöd.
Also noch nicht so ganz ausgereift, die Idee. Das Würstchenfach macht die Würstchenbombe. Also eigentlich ist das der perfekte Würstchenwärmer. Man könnte jetzt hier noch ein paar Würstchen reinstecken und fertig. Ja, also das sind die Problematiken dann. Wenn man hier an die Innenseite kommt, hat man sofort verkohlte Seite. Ihr habt es ja auch hier gesehen. Sobald man da rankommt, extrem verkohlt. Dann hat das Ding immer geraucht und gestunken wie Hölle. Keine Ahnung warum, vielleicht weil es auch noch so neu ist. Zeittechnisch war ja immer ganz okay, also es hat so 2-3 Minuten gedauert vielleicht, bis alles wieder rauskam. Ich würde sagen, wir kommen direkt zur Bewertung. Kommen wir zur Verarbeitung. Also verarbeitet ist das Ganze in einem mittleren Segment, würde ich sagen. Also es ist nicht super billig, also hier klappert nicht alles durcheinander und fällt auseinander. Aber hochqualitativ ist es jetzt natürlich auch nicht. Optisch muss ich sagen, ist es wirklich ein Hingucker. Sieht echt geil aus. Stell mal vor, also man kann sowas gut in die Küche stellen und jeder wird denken, geil, ein Toaster, voll schick und so. Also da verarbeitungstechnisch muss ich sagen, mittleres Segment. Deswegen gebe ich hier 3 Testis. Kommen wir zur Funktionalität. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es an meinem Brötchen lag oder ob es einfach nicht so geil gemacht ist. Ich habe jetzt nur die Brötchen da, ich habe jetzt hier nicht 5 verschiedene Brötchen gekauft. Deswegen kann ich es jetzt nur danach beurteilen, wie es jetzt ist. Und jetzt waren die Brötchen nicht geil. Also, wie gesagt, innen knusprig, außen roh. Passte leider nicht zusammen in ein Fach. Das heißt, eigentlich soll man hier ja im Optimalfall 2 Hotdogs gleichzeitig machen können. Hier ein Brötchen und ein Würstchen für den Hotdog. Und hier ein Brötchen und ein Würstchen für den Hotdog. Hat in der Praxis jetzt nicht funktioniert. Ich hatte jetzt Bockwurst. Ich dachte, das geht auch. YOLO. Deshalb, die Würstchen sind warm geworden, Brötchen halt verbrannt oder nicht richtig durch. Deshalb gebe ich hier leider nur 2 von 5 Testis. Ja, und Verpackung und Versand. Also, Verpackung ist ja ganz nice. Wenigstens im Karton, keine Luftpolsterfolie. Sonst wieder mit klassischer grauer Tüte umwickelt. Aber, ja, das ist halt bei Wish so. Versandzeit waren 2 Wochen. Deshalb gebe ich hier 3 von 5 Testis. Das macht eine Gesamtbewertung von 2,6 von 5 Testis. Ja, was soll ich dazu sagen? Ihr könnt das Teil gewinnen, weil ich brauche es nicht. Ich habe es getestet, weil ich dachte, es ist richtig geil und hatte einfach Bock drauf. Deshalb könnt ihr das ganze Teil gewinnen. Wie das Ganze funktioniert, bisschen anders wie im Wishsember. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da, seid Abonnent von dem Kanal und jetzt kommt's. Schreibt einen Kommentar, warum unbedingt ihr diesen Toaster haben solltet. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, habt ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao.